Das sind die Grünen. Die Grünen sind total dufte und eine demokratische Partei im besten Deutschland aller Zeiten. Also bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja? Wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade. Bitte Maul halten, danke. Darf ich jetzt mal ausreden? Und weil die Grünen mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, arbeiten sie Tag und Nacht daran, den Wohlstand des deutschen Volkes zu mehren. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Das ist die Ricarda. Sie ist dick. Die Ricarda hat es leider nicht geschafft, zu Ende zu studieren, weil sie ganz schnell in den Bundestag wollte, um da unser Land zu retten. Und dort verdient sie jetzt auch ganz viel Geld. Und obwohl Ricarda nichts gelernt hat, weiß sie ganz genau, was gut für uns ist. Die allgemeine Impfpflicht hat damit eine positive Freiheitsbilanz. Die allgemeine Impfpflicht schützt unsere Freiheit. Ich finde das ungeheuerlich. Das ist der Omid. Der Omid ist Moslem aus dem Iran. Weil der Omid dieses Land auch ganz schnell retten wollte, musste er dringend in den Bundestag und konnte deshalb nicht zu Ende studieren. Wir werden als Friedenspartei und wir werden immer Friedenspartei bleiben. Und weil die Grünen auch so lieb und fürsorglich sind, haben sie ein ganz besonders großes Herz für Kinder. Darum fordern wir als erstes eine Abschaffung, das heißt ersatzlose Streichung der Paragraphen 173 bis 176. Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die gewaltfrei sind, unter freier Vereinbarung berufen. Und es gibt noch ein weiteres Thema, mit dem sich die Grünen auseinandersetzen müssen. Vorwürfe im Zusammenhang mit der schon länger andauernden Pädophilie-Debatte erreichen jetzt auch den Spitzenkandidaten Trittin. Die Grünen sind eine ganz tolle Partei und haben alles und jeden lieb. Deswegen möchten sie auch alle Menschen auf der Welt nach Deutschland holen. Alle Grenzen auf und alle hierher. Das ist modernes Einwanderungsrecht, so wie wir uns das vorstellen. Das ist das Hofreiter. Ekelhaft. Und da das Hofreiter auch ein Grüner ist, geht er wie alle anderen dort mit gutem Beispiel voran. Bei meinem Job ist es extrem schwierig, sich um irgendjemand zu kümmern. Ja, natürlich. Außerdem sollte man wenigstens ein eigenes Zimmer für die Flüchtlinge haben. Deshalb, aber ich finde es extrem gut, dass viele Menschen, die entsprechend Platz haben, da was unternehmen. Ich finde es klasse, wie viele Leute sich da ehrenamtlich engagieren. Also da muss man der Bevölkerung wahnsinnig dankbar sein. Und da wird auch noch sehr, sehr viel Arbeit auf uns alle zukommen. Ja geil, hab ich Bock drauf. Das ist das Gansera. Das Gansera ist Mitglied im Bundestag, wird aber trotzdem als Frau geführt. Echt darf nicht. Ja, das geht aber die Bevölkerung ehrlich gesagt zunächst schon mal nichts an. Das ist der... Er ist im Moment unser Wirtschaftsminister und hat ein paar Träume für die Zukunft. Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Na mach doch deinen Scheiß! Ist ja nicht mein Problem. Das ist das Baerbock und derzeit unsere Außenministerin. Sie kann ganz tolle Lebensläufe schreiben und ist eine Sprachkünstlerin. Deshalb ist es mir heute so wichtig, Ihnen zu sagen, wir haben den Indo-Pazifik fest im Blick. Scheiße! Und weil die Grünen so eine tolle Arbeit machen, läuft es in unserem Land gerade so super.